Da, wo du weit aus deiner Komfortzone rausläufst. Da, wo noch keine Fußabdrücke sind. Da, wo du dich mit dich selber konfrontierst und gezwungen wirst zu spüren. Das ist dein Weg. Mein Name ist Martin Hemmen und ich mag Herausforderungen. Im Winter schwimme ich am liebsten draußen in nahezu zugefrorene Seen. Ich bin den Mount Snezka, einen Berg in Polen, bei minus 15 Grad hochgelaufen, in Shorts und ohne T-Shirt. Ich klettere, ich boxe, ich laufe Langstrecken. Ich bin Musikproduzent und Schlagzeuger auch noch. Mein größter Traum ist es, irgendwann einmal um die Welt zu laufen, sowie zu Fuß von den Antarktis bis zur Südpol zu laufen. Die größten Herausforderungen in meinem Leben sind allerdings eher alltäglicher Art. Aufstehen, Zähne putzen, Kaffee kochen, Schuhe anziehen. Mein Name ist Martin Hemmen und ich habe zu kämpfen mit schweren Depressionen. Und obwohl sich das oft so anfühlt, bin ich nicht der Einzige. Weltweit leiden 350 Millionen Menschen an einer depressiven Störung. In Deutschland sind es offiziell 4 Millionen. Als ich vor 6 Jahren meine Depression so endgültig anfühlte, dass ich nicht mehr weiter wusste, habe ich versucht, mein Leben zu beenden. Endstation, Ground Zero, der Nullpunkt. Oder vielleicht auch nicht, weil, obwohl es mir in dem Moment noch mehr als Versager hat fühlen lassen, hat der Fehlversuch mir im Nachhinein eine neue Chance im Leben gegeben. Erlauben Sie mir, Ihnen meine Geschichte zu erzählen. Da sitze ich. Oh, okidoki. Da sitze ich dann, 90er Jahre, Grundschule im Kreis. Und ich verstehe es nicht. Warum ich sitzen muss, obwohl ich stehen wollte. Warum ich ohne zu reden zuhören soll, obwohl ich so viele Fragen habe. Warum Jungs stark und Mädchen nett sein müssen. Warum es Menschen gibt, die von Hunger sterben, in ein anderes Land, auf diese gemeinsame Erde. Warum Erwachsene immer das letzte Wort haben. Genauso wenig verstand ich damals, warum die Sonne mich tiefst glücklich und todtraurig zugleich machen konnte. Warum ich heulen konnte, dass schon wieder ein Tag vorbeigegangen war und ich gefühlt nicht jeden Moment so intensiv erlebt hatte, wie ich es möchte. Und dann war da das Monster. Das große, schwarze, alles zernagende Monster. Und ich wusste nicht, ob sie nur in meinem Kopf lebte oder wirklich um die Häuser ging. Nur mit Musik auf meinem Kopfhörer. Ein kleiner Auszeit aus dieser Welt. Da bin ich ruhig und ausbalanciert. Schon früh zeigt sich meine sportliche Begabung und in mehreren Auswahlteams mache ich Sport. Turnen, Basketball, Taekwondo. In keiner dieser Vereine ist Platz für Gefühle oder Fragen. Stell dich nicht so an. Oder wenn du nicht zu Training kommst, ne, dann passiert was Schlimmes. Sind eher die Einstellungen. Das ständige Unterdrücken von meinen Fragen und meinen Gefühlen macht mich von innen verwirrt, böse und traurig. Aber weil es nun mal überall so ist, stürze ich mich in Ablenkungen, die mir den Alltag gibt. Musik und Sport in erster Linie. Alkohol, Drogen und Ärger kommen später. Als ich mit 18 eigentlich schon tief in eine Depression stecke, entscheide ich mich nach Rotterdam zu ziehen, um da am Konservatorium Musik zu studieren. Ich habe zwar keine Ahnung, was das heißt, bin aber schon schlauer als ein Kumpel von mir, der meint, Konservatorium, das ist da, wo die Toten verbrennen, oder? Und dort wirst du studieren. Ich werde auf dem Krematorium angenommen und fange an, Schlagzeug zu studieren. Zwischen den ganzen Künstler und Freigeister fühle ich mich zum ersten Mal seit langer Zeit wieder ein wenig wie ich. Offene, emotionale Menschen, die alle auf ihre eigene Art und Weise versuchen, die Welt ein wenig schöner zu machen. Doch auch hier werden bald viele Stigmata wieder bestätigt. Als Schlagzeuger für verschiedene große Künstler gilt, du bist auswechselbar mit jeder anderen Musiker. Sei mal nicht so auffällig,
Klappe halten und performen. Und mal wieder fange ich an, mich selber zu unterdrücken. Meine Fragen, meine Emotionen und alles, was mich ausmacht, zu verstecken. Einfach funktionieren ist wahrscheinlich am besten. Und genau da liegt das Problem. Funktionieren, einfach funktionieren. Funktionieren ist verstellen. Funktionieren ist nicht das machen, was der Bauch vorgibt. Und das geht nicht lange gut. Da kommt Spannung auf und die muss raus. Ich fing an, nach Reize zu suchen als Ausgleich. Hammeridee, super Idee. Alkohol, Drogen, Autofahren mit den Augen zu, immer länger. Meine Gesundheit gefährden. Sex, Schlägereien, Zerstörung und nur noch ganz selten Musik oder Sport. Bis hin zu dem Punkt, wo der immer weiter gespannte Bogen zurückschoss. Das Leben traf mich wie eine Abrissbirne. Was passiert denn genau in so einem Moment? Stellen Sie sich ganz kurz vor, Sie liegen im Bett, aber Sie liegen nicht wirklich da. Sie treiben in pechschwarzes, kaltes Wasser. Sie treiben zwar, aber an Ihre Arme und Beine Ketten, unglaublich schwere Ketten. Und jetzt müssen Sie aufstehen und rein in den Alltag, weil eigentlich haben Sie keinen Grund, sich so zu fühlen. Sie haben einen Job, Freunde, Sie leben in Westeuropa, ohne Krieg und ohne Armut. Und Sie dürfen nicht, bloß nicht schwach sein. Keine Fragen, keine Emotionen. Als ich zusah, wie sich meine Welt vor meinen Augen zerkrümmelte, als sich meine Gedanken nur noch um Schwierigkeiten kreisten und Hoffnungslosigkeit von vornherein alle Lösungen versperrte, sah ich nur noch einen Ausweg. Sie müssen verstehen, ich wollte mein Leben nicht beenden. Ich wollte nie mein Leben beenden. Ich wollte einfach dieses Gefühl nicht mehr tragen. Ich wollte einfach nicht mehr nicht fragen, meine Emotionen verstecken. Ich wollte nicht mehr spielen, dass ich stark und selbstbestimmt war. Und der einzige Ausweg war raus. Warum habe ich nicht gesprochen? Warum habe ich nicht gesprochen? Der Grund, dass ich nicht gesprochen habe, ist eine ganz simple. Man spricht nicht über psychische Probleme. Das habe ich schon früh gelernt. In der Schule, im Verein, zu Hause oder bei Freunden. Aber jetzt spreche ich. Ich höre nicht mehr auf zu sprechen. Deutschland, wir müssen reden. Weltweit leiden 350 Millionen Menschen an einer depressiven Störung. In Deutschland sind es 4 Millionen. 4 Millionen, das ist ganz Sachsen. Oder auch schon fast ganz Holland, wenn Sie möchten. Es sind auf jeden Fall 4 Millionen zu viel. Das Risiko, einmal im Leben an einer Depression zu erkranken, liegt in Europa bei 20%. Zum Vergleich, das Risiko auf einen Schlaganfall liegt bei 15%. Von den 18- bis 25-Jährigen sind gerade in Deutschland jeder Sechste betroffen von einer Depression, Panikattacke oder Angststörung. Das sind rund 500.000 Jugendlichen. Die übrigen 3,5 Millionen Betroffenen sind meiner Meinung nach Beamten, insbesondere Lehrer, weil die dürfen gar nicht sagen, dass sie Depressionen haben oder in Therapie waren, weil sie denn vom Amtsarzt gar nicht mehr verbeamtet werden. Das meiner Meinung nach ist ein bisschen so wie eine Bewerbung für die Feuerwehr, wo steht, aber bitte keine Erfahrung mit Feuer haben. Experten gehen davon aus, dass nur jeder 10. Depressivkranke angemessen behandelt wird. Wenn er behandelt wird, weil von 100 erkrankten Menschen suchen derzeit nur 35 professionelle Hilfe. Und es vergehen 11 Monate, bevor sie das tun. Setzen Sie sich mal so lange hin mit einem Beinbruch, würde ich sagen. Wir wissen alle, was zu tun ist bei Nasenbluten oder einer Schnittwunde. Wir wissen sogar, was gemacht wird bei einem Beinbruch. Aber bei psychischen Erkrankungen, die bald weltweit die häufigste Krankheitsursache überhaupt sind, wissen wir uns keinen Rat. Wir sind unnatürlich, inkompetent und verschlossen. Und damit wächst das Potenzial, diese unberechenbaren Gegner noch mehr Opfer zu finden. Naja, genug über euch. Ich bin ja hier, um über mich zu reden.
Musste sein. Ja, nein. Man darf ja auch noch lachen mit Depressionen, das ist nicht verboten. Also ihr auch ruhig, lasst es raus. Es ist ein paar Tage nach meinem Suizidversuch. Ich liege zusammengekauert auf dem Sofa. Draußen scheint die Frühlingssonne und die Gerüche, die mich normalerweise erfreuen, lassen mich kalt. Meine Katze versucht zu kuscheln und Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich kann aber nicht. Ich habe keinen Hunger, ich habe keinen Durst, ich habe nichts. Ich bekomme professionelle Hilfe, eine Psychotherapie und Pillen, die mir Ruhe bringen sollen. Ich lerne viel über meine Vergangenheit, falsche Glaubenssätze, die ich in der Schule gelernt habe, meine Erziehung und so weiter. Die Wege zur Therapie und das Drinnensitzen sind eine Qual, aber allmählich geht es mir ein bisschen besser. Ich kann wieder raus, Sachen wahrnehmen, die ich genießen sollte, meine Probleme besser aussprechen. Meine Schuhe anziehen hat leider bis heute noch nicht geklappt. Und trotzdem bin ich unvollständig. Irgendwas in mir ist immer noch nicht ganz in Ordnung. Ich kann nur nicht genau sagen, was. Und als ich mich dann irgendwann nach langer, langer Zeit mal wirklich hingesetzt habe und mich mit mir auseinandergesetzt habe, spüre ich, dass ich vielleicht eigentlich nicht viel weiter bin als vor ein paar Jahren. Ich habe gelernt, was ich genießen sollte. Ich kann es aber nicht. Ich habe gelernt, welche Mechanismen mich zurückgehalten haben. Ich kann sie aber nicht ändern. Ich habe gelernt, dass ich mich selber lieben sollte. Es ist aber keine Liebe da. Es gibt ein kaltes, schwarzes, leeres Loch in meinem Bauch. Und da auf der Stelle habe ich mich entschieden. Ich muss weiter suchen, weiter fragen. Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt depressiv. Ich begegne einen alten Bekannten, Kasper van der Meulen, auf Social Media. Ein Kumpel aus Zeiten, wo wir Musik gemacht haben, gekifft und gesoffen. Damals nicht der gesündeste Mensch, den ich kannte. Das Bild, was ich aber jetzt von ihm sehe, sagt was ganz anderes aus. Hellblaue, funkelnde Augen, ein selbstbewusstes Lächeln, offensichtlich gesund und munter. Das Foto hat mich in seinen Bann gezogen und ich will mehr wissen. Wer ist das auf dem Bild? Was ist passiert mit dem alten Kasper, den ich kannte? Wieso sieht der Mensch da so gut und glücklich aus? Ich erfahre über ein Skype-Gespräch von Kasper seinen Weg, als er Wim Hof, the Dutch Iceman, entdeckte. Der Mann, der 10-fache Weltrekorde in Umgang mit extremer Kälte auf seinem Namen hat. Und wie Kasper ihm gefolgt ist, in der Kälte, ein Berg hoch. Nur in Shorts. Ich bin ergriffen und melde mich auf der Stelle an für Kasper seine Wim Hof Trainingswoche in Polen. Zusammen mit Jakob, ein Kumpel von mir, der jeden Scheiß, den ich mache, mitmacht. Wir sammeln Geld und machen uns dann auf den Weg nach Polen. Und was da mit mir passieren wird, hätte ich im Leben nicht träumen können. Es ist Februar 2018. Ich liege in Polen in Wasser, das nahezu erfroren ist. Mein Körper kämpft ums Überleben und da spüre ich was. Ich spüre meine Fingerkuppen, meine Körpergrenzen. Ich spüre Schmerzen, Leid, Wut, Angst, Freude, Wärme und Kälte. Eine Art Nullpunkt voller Balance. Ich schaue mich von oben an, wie ich da im Wasser treibe und ich sehe, wie leer es in mir ist. Und dass da, wo das Loch ist, mal ein Kind gewohnt hatte, das ich wie ein Diktator so lange unterdrückt und ignoriert habe, bis es irgendwann gestorben ist. Ich sehe das perfekte Uhrwerk, das ich als Menschen bin, mit den ganzen kleinen Zahnrädern, die in alte Muster und Wiederholungen stecken und jeden Tag wieder ineinander greifen. Ich sehe, wie weit ich von mir selber weggetrieben bin, durch jahrelang das Spiel der modernen Gesellschaft mitgespielt zu haben, die Regeln gefolgt, meine Emotionen versteckt und damit die Verbindung zwischen Kopf und Herz komplett vernachlässigt habe. Ich sehe, dass ich keine Chance haben werde, die Depression aus meinem Leben rauszuhalten. Der Versuch, sie zu lösen oder zu ignorieren, macht sie nur größer und stärker. Aber hier draußen in der kalten, erbarmungslosen Natur, hier gelten andere Regeln. Hier darf ich mal wieder ich sein, Fragen stellen, Angst haben und Freude spüren.
Die Natur legt dir nichts auf, was dir als Menschen nicht passt. Sie ist schließlich die Natur. Ich traue mich zu glauben, dass wenn ich das hier kann im Eiswasser, dass ich vielleicht auch einen Weg im Leben finden könnte. Dass ich vielleicht mein eigenes Spiel spielen kann, mit meinen eigenen Regeln und meine eigenen Glaubenssätze. Ich bin zurück nach Deutschland gekommen. Ich habe meine Antidepressiva selbstständig abgesetzt, die Tür aufgemacht und bin auf der Suche gegangen. Nach meinem Weg. Da, wo du weit aus deiner Komfortzone rausläufst, da, wo noch keine Fußabdrücke sind, da, wo du dich mit dich selber konfrontierst und gezwungen wirst zu spüren, das ist dein Weg. Für mich sind es die Herausforderungen, weil wenn ich im Eiswasser treibe oder bei minus 15 Grad einen Berg besteige, wenn ich klettere, boxe oder laufe, bis ich nicht mehr kann, aber auch wenn ich mich morgens auf meine Yogamatte setze und tief in mich reinspüre, mache ich eigentlich nur eines. Ich zwinge mich, zu den absoluten Kern des Lebens zu kommen. Überleben. Und Überleben geht nur, wenn man alle Ballast, die man nicht braucht, über Bord wirft. Überleben geht nur, wenn man alles akzeptiert, was ist, sich die Natur hingibt. Überleben geht nur mit Gefühle. Gefühle, die wir viel zu oft verstecken. Angst, Schmerzen, Freude, Wut. Ich verstelle mich nicht, dafür habe ich keine Zeit mehr. Ich brauche diese Gefühle, sie gehören zu mir. Jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde. Ich spüre. Das Spüren ist essentiell, weil Depressionen nicht nur hier sind. Sie sind hier und hier und hier und hier. Ich habe angefangen zu sprechen und ich möchte, dass ihr mit uns spricht. Weil nur so können wir den längst überfälligen Schritt machen, was an Depressionen zu ändern. Nicht mit Angst, nicht mit Mitleid, nicht mit Fokussieren auf Problemlösungen. Aber indem du und ich uns anschauen und sprechen. Indem wir die Natur des Menschen wiederfinden, alles hinterfragen, die Regeln neu gestalten. Indem du und ich uns trauen zuzugeben, dass was verkehrt ist. Weil nur dann können wir es besser machen. Mein Name ist Martin Hemmen und Deutschland, wir müssen reden. Martin Hemmen.